uns an ein Orchester, und zwar ein Mandolinenorchester. Die Mandoline war vor allem in den 20er Jahren oder sagen wir mal sogar schon in den 20er Jahren ein sehr wichtiges Instrument, vor allem in der Arbeiterbewegung. Und so kommt es denn, dass wir in Schenefeld bei Hamburg einen Menschen aufgetan haben, der seit über 50 Jahren Mitglied eines Mandolinenorchesters ist. Dotte Pietsch hat ihn für uns besucht. Jahre Mandolinenorchester. Ein Jubiläum, worauf die 39 Musiker richtig stolz sind. Das hat ihnen bisher kein anderes Mandolinenorchester im hohen Norden nachgemacht. 18 Mandolinen, 7 Mandolas, die kleinere Form der Mandoline, 13 Gitarren, Vibraphon und eine Trommel zupfen, klöppeln und schlagen um die Wette. Herbert Balzer ist schon lange mit dabei. Über 45 Jahre war er Dirigent des Orchesters. Vor 5 Jahren ist er aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden. Wenn Sie jetzt so hier sind, Herr Balzer, kriegen Sie dann sozusagen Heimweh? Ja, das war lange Zeit mein Zuhause, nicht wahr? Also, das ist ja fast von 1930, kann man sagen, ne? Bin ich Mitglied des Orchesters. Damals hat sich das Mandolinenorchester aus der Wandervogel- und Jugendbewegung entwickelt. Am Wochenende die Mandoline geschnappt und los ging's. Verglichen mit der Gitarre war die Mandoline recht billig. Fast jeder Arbeiter konnte sich das Instrument leisten. Es war ja ein Riesenaufbruch mit einmal. Wir hatten in Hamburg fast 25 Mandolinenorchester. Wir haben sehr viel Akkordeonorchester. Also die Volkskultur war in der Zeit schon ganz schön in Bewegung. Ne? Und wieso ist das heute so selten geworden? Ja, ich sage immer, wenn die Beatles Mandoline gespielt hätten, dann würde es heute anders aussehen. Ne? Vor 5 Jahren übernahm Andreas Pauli die Leitung des Orchesters. Mit dem richtigen Taktgefühl bringt der Dirigent neuen Schwung in alte Klänge. Sonst ist alles so, wie es immer war. Das Lied vom dritten Mann, C-Dur im Mittelteil und Hans-Georg Wittnarski am Vibraphon. Das Hamburger Mandolinenorchester ist und bleibt einzigartig. Wir halten ja noch die Stellung hier im Norden. Es gibt ja ganz wenige Mandolinorchester. Und ich bin eigentlich stolz darauf, dass von der Teilnehmerzahl größte Mandolinorchester in Norddeutschland zu leiten. Manchmal, wenn Herbert Balzer zu Besuch ist, dann leiten sie das Orchester schon mal zu zweit. Und ganz selten gibt Balzer auch allein noch den Ton an. Das war mehr als ein Ton. Das Einzige, was das Mandolinenorchester ein wenig betrübt, sind Nachwuchssorgen. Zurzeit ist es schwierig, junge Musiker zu finden. Doch dafür spielen Erika Nommensen und Friedrich Mahlke umso lieber. Ich bin ja nun von klein auf an dabei und es bedeutet mir eigentlich sehr viel. Und wenn ich einen Mittwoch oder so nicht kommen kann, da fehlt etwas. Also das ist halt so, ne? Diese Gemeinschaft, die sich hier auch bei uns so im Laufe der Jahre entwickelt und auch immer gehalten hat. Also das fehlt, wenn man nicht dabei ist. Und wie lange wollen Sie noch mitmachen? Wie lange? Das ist gut, das steht in den Sternen geschrieben. Wie lange das Mandolinenorchester noch spielt, das steht auch in den Sternen geschrieben. Das Einzige, was jetzt schon klar ist, dass ihr Jubiläumskonzert am 19. April in der Hamburger Musikhalle bestimmt wieder ein voller Erfolg wird.